Vor 2 Jahren startete mein erster Online-Kurs. Das ist Grund genug für mich, das als Anlass zu nehmen, hier mal ein kleines Fazit zu ziehen. Vor 2 Jahren startete der erste Online-Kurs mit dem Bau dieser Werkzeugkiste, komplett mit Handwerkzeugen. Online-Kurs bedeutet, ihr bekommt jede Woche ein Video, etwa eine halbe Stunde dauert das. Ihr bekommt Begleitmaterial, Zeichnungen, Linklisten, einige Artikel etc. Also alles, was ihr an Infos braucht, um ein Werkstück zu bauen. Und ein Online-Kurs läuft typischerweise über 8 Wochen. Das war der letzte Online-Kurs, der jetzt abgeschlossen wurde. Der lief über 11 Wochen, also ein etwas größeres Projekt. Auch sowas gibt es mittlerweile. Und auch dazu bekommt ihr ganz viele Zeichnungen und Zusatzmaterial, damit ihr das nachbauen könnt, wenn ihr wollt. Oder ihr lernt ganz einfach aus den Techniken, die ich euch da zeige. Das ist ein Online-Kurs. Da könnt ihr entweder ein Abo über Patreon machen. Das könnt ihr monatlich kündigen. Ihr könnt die Videos bei Vimeo kaufen. Oder ihr macht gleich ein Jahresabo. Das ist die billigste Variante. Damit habe ich also vor genau 2 Jahren angefangen. Einfach mal als Experiment, denn ich wusste nicht, wird diese Dienstleistung von Kunden überhaupt gewünscht und angenommen. Jetzt nach 2 Jahren weiß ich, ja, sie wird angenommen, das Konzept ist tragfähig, aber es ist auch so zeitintensiv, dass ich mich entschlossen habe, die Online-Kurse gegenüber meinen Werkstattkursen zu bevorzugen, was nun letzten Endes dazu geführt hat, dass jetzt am Wochenende der letzte Werkstattkurs stattfindet. Ab dann gibt es hier in meiner Werkstatt nur noch Online-Kurse und passend zu den Online-Kursen ab nächstem Jahr, etwa Sommer bis Herbst, auch Seminare, in denen es dann auch wieder den persönlichen Kontakt gibt. Ja, auf das Einstellen der Werkstattkurse schaue ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mit dem lachenden Auge, weil es natürlich für mich viele Vorteile bringt. Weniger Vorbereitung, was das Ganze drumherum angeht. Ich muss nicht mehr am Wochenende arbeiten. Ich kann meine Zeit flexibler gestalten, was natürlich auch für das Privat- und Familienleben dann sehr von Vorteil ist, das ja die letzten Jahre doch sehr gelitten hat. Ja, mit den Online-Kursen ist es mittlerweile so, dass die schon wirklich die ganze Woche ausfüllen. Es ist ja nicht nur das Aufnehmen der Videos und Hochladen, sondern es hängt viel mehr daran. Ich biete ja auch Support zu meinen Kursen, also wer einen Online-Kurs bucht, egal wie, egal ob Vimeo oder Abo, bekommt Begleitmaterial, hat die Möglichkeit, mich zu kontaktieren bei Problemen. Mittlerweile gibt es ein Forum zu den Kursen, da könnt ihr mich kontaktieren, könnt euch untereinander austauschen, was auch ganz wichtig ist. Die Internetseite, über die ihr auf die Kurse zugreift, ist inzwischen komplett neu gestaltet, ein bisschen was ist noch zu machen, da kommen auch noch weitere Funktionen hinzu und das mache ich halt alles in Eigenregie, da ich der Meinung bin, dass das wesentlich effektiver ist. Wenn ich eine Idee habe, die ich umsetzen möchte, kann ich das gleich machen. Außerdem spart es Kosten, sodass die Online-Kurse als Abo für euch preisgünstig bleiben können. Müsste ich das alles extern machen lassen, könnte ich diese Kurse zu dem Preis, wie ich sie jetzt anbiete, nicht anbieten. Generell muss ich sagen, bin ich damit, wie sich das Ganze entwickelt hat, sehr zufrieden. Am Anfang war es, wie gesagt, nur ein Experiment. Ich habe einfach angefangen, diese Online-Kurse zu machen, ganz viel Zeit investiert. Das Ganze lief neben meiner Tätigkeit für die Holzwerken und den Werkstattkursen noch zusätzlich. Irgendwann habe ich auch wieder mit YouTube angefangen. Und das erste Video auf YouTube war ja eine kleine Abrechnung mit YouTube und meine Gedanken zu bezahlten Inhalten. Das verlinke ich euch nochmal und da kamen ganz viele auch negative Kommentare zu meiner Einstellung. Aber wie sich gezeigt hat, sind diese Kommentare zum größten Teil unberechtigt, denn es gibt wirklich Leute, die gerne ein paar Euro für gute, werbefreie Inhalte zahlen. Und deswegen funktioniert das Konzept Online-Kurse für mich und für euch auch sehr gut. Der Unterschied zu normalen YouTube-Videos ist nämlich der, dass ich bei meinen Online-Kursen wirklich ein Konzept durchziehe. Ich überlege mir also, wie muss ein solcher Kurs aufgebaut sein, damit ihr nicht ewig lange nach Informationen suchen müsst zu einem Thema, damit ihr dieses Thema gut aufbereitet euch anschauen könnt, wenig Zeit darin investiert, im Gegensatz zu YouTube. Da müsst ihr ja erstmal aus Hunderttausenden von Videos das raussuchen, was euch interessiert. Ihr müsst entscheiden, ist derjenige, der mir das jetzt zeigt, wirklich kompetent? Kann der das?
Ist das alles sicher, was der mir zeigt? Das alles braucht ihr bei meinen Online-Kursen so nicht. Ihr könnt davon ausgehen, dass das, was ich euch zeige, funktioniert, dass es sicher ist. Ob ich für euch persönlich kompetent bin, das müsst ihr entscheiden, das überlasse ich euch. Da maße ich mir selbst über mich kein Urteil an. Meine Arbeitsweise sollte auch zu eurer Arbeitsweise passen, damit ihr was von den Online-Kursen habt. Also das ist eure Entscheidung. Fakt ist aber, dass das ganze Konzept, wie gesagt, funktioniert. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die von Anfang an dieses Projekt geglaubt haben. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Also vielen, vielen Dank an die ersten Kursteilnehmer und alle, die noch dabei sind. Und mittlerweile hat sich auch gezeigt, dass gerade bei den Jahresabos die Anzahl derer, die das Jahresabo verlängern, sehr hoch ist. Also ganz wenige sind bisher abgesprungen und das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass das, was ich mache, euch gefällt. Mein YouTube-Kanal ist natürlich Werbung für die Online-Kurse, das muss man auch ganz klar sagen, aber ich hoffe, ihr habt auch sowas davon, denn ich bemühe mich euch immer, gute Tipps und Tricks zu zeigen, wie ihr was in der Werkstatt machen könnt, auch wenn ich keine ganzen Projekte auf YouTube zeige. Das, wie zum Beispiel den Hobelschrank, mache ich ja dann für die Online-Kurse. Da gibt es die Projekte, auf YouTube gibt es immer Tipps und Tricks und Sonstiges rund um das Thema Holzwerken. Ich habe ja am Anfang mein erstes YouTube-Video nach einer langen Pause erwähnt, eine Abrechnung mit YouTube selbst. Da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen, denn ich bin der Meinung, viel hat sich seither nicht getan. Also es wurde in vielen Teilen eher schlimmer als besser. Aber ich muss sagen, dass mir YouTube als solches auch ganz viel nutzt. Natürlich über meinen eigenen Kanal. Da seht ihr, was euch in den Online-Kursen erwartet. Ihr seht, wie ich arbeite etc. und könnt euch dadurch auch ein Bild machen, was in den Online-Kursen passiert, was dann vielleicht auch eine Entscheidungshilfe für euch ist, einen Kurs zu kaufen oder direkt ein Abo zu machen. Aber es ist auch wirklich so, das sagen mir auch viele Kursteilnehmer, dass viele von euch erst über YouTube zum Basteln, zum Holzwerken gekommen sind, dann aber bei vielen Kanälen an ihre Grenzen stoßen, also nicht mehr weiterkommen, sich weiterentwickeln wollen. Und genau da kommt jetzt zum Beispiel die Zeitschrift Holzwerken ins Spiel, da kommen einige Buchautoren ins Spiel, da komme ich mit meinen Online-Kursen ins Spiel. Von daher ist YouTube natürlich eine super Sache für den Einstieg, aber viele wollen dann irgendwann mehr und suchen nach Infos. Und wie gesagt, landen dann bei mir, landen bei der Zeitschrift Holzwerken, landen bei einigen Fachbüchern. Also mein persönliches Fazit zu dem Thema Online-Kurse und bezahlte Inhalte im deutschsprachigen Internet lautet so, dass es funktionieren kann, wenn man die Zielgruppe richtig anspricht. Und ich hoffe, das tue ich. Und ich hoffe, das tue ich auch weiterhin. Denn ich habe mit meinen Kursen noch einiges vor. Die Internetseite wird weiter ausgebaut. Da bekommt ihr mehr Möglichkeiten nach bestimmten Inhalten zu suchen, unabhängig vom Kurs, in dem dieser Inhalt vorkam. Es wird natürlich weitere Kurse geben, jede Woche ein Video, etwa eine halbe Stunde. Das können auch mal Videos sein, die eine Dreiviertelstunde lang sind. Also da bekommt ihr regelmäßig eure Inhalte. Ich hoffe, dass ich demnächst auch Zeit finde, den Blog wieder weiter aufleben zu lassen auf der Online-Kursseite, euch da also Tipps und Tricks zu geben, neue Produkte vorzustellen etc. Also auch da habe ich noch einiges vor, sodass ihr auch da wieder Informationen bekommt. Und generell denke ich, dass die Online-Kurse noch viele Jahre laufen werden, denn es gibt so viele spannende Themen, die es wert sind, dass man mal darüber einen richtig guten Kurs macht. Es werden Tische gebaut werden, es werden Stühle gebaut werden. Das Thema Küchenbau steht irgendwann an. Jetzt aktuell läuft ja der Kurs Werkstatteinrichtung, der ist gerade angelaufen. Also es gibt ganz, ganz viele Themen. Furnieren zum Beispiel ist ein tolles Thema, das ich hier in dem letzten Kurs nur angeschnitten habe, was ich aber mal erweitern will, also näher drauf eingehen will. Formverleimungen, auch ein ganz tolles Thema. Also es gibt so viele Themen. Ich glaube nicht, dass das bis zu meiner Rente reicht, die alle abzuarbeiten. Also da könnt ihr noch auf ganz vieles gespannt sein. Soviel also zum meinem ganz persönlichen Fazit jetzt nach 2 Jahren. Mich würde eure Meinung mal interessieren. Zum einen die der Leute, die bei mir schon einen Online-Kurs abonniert haben oder mal bei Vimeo eingekauft haben. Wie findet ihr das Thema? Was wären Kurse, die euch noch interessieren? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Gerne auch mal Kommentare von denjenigen, die bewusst gegen das Ganze sind. Warum
Seid ihr zum Beispiel dagegen? Ist das euch zu teuer? Seht ihr den Nutzwert nicht? Also schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem Thema Online-Kurse haltet und welche Kurse ihr euch für die Zukunft vorstellen könnt. Ja, und das war's von mir für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Werkstatt und habt ein tolles Wochenende.